Und in die Kiste kann man quasi gerade die Kiste packen. Das Mies kann man da reintun. Äpfel ist okay. Das Metall kann man da reinhauen. Das wäre da auch in Ordnung. So, das Schwert haben wir noch eins. Das wäre ja auch in Ordnung. Und dann haben wir hier noch die Spitzhacke. Okay, und dann würde ich jetzt im Inventar mal sagen, Fluff und Fluff. Und dann machen wir das nochmal mit Spitzhacken voll. Die brauchen wir jetzt ja. So, dann schauen wir mal, was da passiert. Alles klar, da passiert nichts, das ist gut. Das sieht mir nach Kupfer aus, ne? Da haben wir auf jeden Fall eine Ader, das ist schon mal schön. Wobei ich noch nicht weiß, was an Kupfer besser sein soll als an Gold, an Eisen. Kupfer kann ich ja mit Zinn zu Bronze machen, aber sorry, Eisen ist qualitativ hochwertiger. So, okay, das war jetzt einfach nur ein Ausflug. Cool, da geht's dann hier nochmal rein. So, und dann wird es hier reingehen. Zwei, genau. Kann man dich hier durchgraben. Kann man dich hier durchgraben. Das möchte ich auf jeden Fall offen haben. Dann hauen wir hier nochmal eine Lampe an die Wand. Eine Leuchte. Oder irgendwie sowas. Gut. Da unten will ich auf jeden Fall noch weg haben. Genau. Kann der noch da rein? Wie gesagt, ich will jetzt erstmal so grob drumrum, damit ich mir ein Bild von der Dimension hier machen kann. Was halt jetzt sein kann, ist, dass ich da jedes Mal, wenn ich raushau, jeden Fall gibt es da hinten gar nicht wenig mieses Zeug. Okay, der kann dann weg. Dann können wir hier nochmal. Der kann weg. Können wir hier nochmal. Können wir hier nochmal. Können wir da. Also was halt da hinten ein bisschen kompliziert ist, ist die Frage ist halt, wie käme ich hoch? Weil oben, also wenn ich die Lava jetzt hier auch wieder vernichten wollen würde, wie oben, damit ich an das Zeug komme, alles. Da müsste ich ja irgendwie erstmal nach oben graben. Dann ist halt die spannende Frage. Wie bekäme ich das hin? Wobei ich diesen Lavawasserfall da hinten eigentlich auch gar nicht so schlimm finde. Also so schlecht. So, es hat schon was. Um es mal so rumzuformulieren.
Im Grunde könnte ich eigentlich, also ich meine, ich baue mich ja jetzt da durch, aber ich muss mich ja eigentlich gar nicht durchbauen. Ich kann ja auch einen Weg an dem Ding lang bauen. Es ist halt riskanter. Ich kann theoretisch abrutschen und in die Lava fallen. Das ist dann mit diesem Zweierweg schon einiges an angenehmerem Gezuppel. Ein bisschen angenehmer. Aber ich denke, ich mache hier mal auf, einfach damit man da ein bisschen sieht. Bisschen rausgucken kann. Gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da groß runterfall. So. Dann hauen wir dich weg, hauen wir dich weg und hauen wir dich weg. Hauen wir dich weg, hauen wir dich weg, kommst du weg? So, da haben wir hier auf jeden Fall eine größere Umsicht, wobei ich noch nicht so wirklich hundertprozentig noch nicht so wirklich hundertprozentig sicher bin, ob das hier das ist, was ich möchte. Vielleicht sollte ich da drüben in die Wand. Ah, das können wir mal machen. Dann können wir nämlich ein bisschen gucken. Also, das würde ja bedeuten, hier raus, da raus. Genau, so. Dann würde ich hier erstmal sagen, 6 war es, ne? Ja, zack. Zack, zack. Zack, zack. Gut. So, und da ging es mir halt wirklich jetzt einfach erstmal darum. Oh, das kann man so machen. Ah, das ist echt gut. Und hier ist jetzt wieder Lücke drunter, ne? Ja, genau. Aber das macht mir jetzt gerade nichts. Das Wichtige ist, dass hier keine Lücke war. Sondern dass ich hier einfach die Treppe runterkommen konnte. Da kommt dann eventuell ja noch eine Verlängerung hin. Das ist auch in Ordnung. So. Aber hier geht es erstmal ein rein und da geht es erstmal ein rein. Dann gehen da zwei. Boah. Zwei rein. Eins, zwei. Eins, zwei. So, und dann können wir da abhauen. Dann können wir da reinhauen. Und dann können wir uns nämlich da drüben ein Bild von der Ecke machen. Dann erstmal schauen, was wir da so groß haben. So. Und da oben, da haben wir halt schon einiges. Ich finde es halt so witzig. Ja. Ich falle jedes Mal drauf rein. Das ist das Gold? Ja, das ist Gold. Wobei ich nicht mal weiß, was ich mit Gold soll. Weil Gold eigentlich ein sehr weiches Metall ist. Finde es ein bisschen traurig, dass es halt diese Goldrezepte gibt. So nach dem Motto, ja, hey, du kannst eine Goldrüstung bauen. Was als Rüstung einfach unglaublich wenig Sinn macht, weil Gold einfach so ein weiches Metall ist. So. Kannst du hier noch weg? Und du? Und
Und dann habe ich da auch nichts mehr. Kann man hier noch ein bisschen rumsortieren? Oh. Dann sollte ich vielleicht mal wieder ein paar Stäbchen bauen. Alles klar. Und dann würde ich zu dir hier sagen. So, das wären drei. Genau, drei bräuchte ich ja noch. Zwei, drei. Und dann können wir hier schon wieder weitermachen. Den würde ich gerne auch noch wegmachen. Genau. Und dann geht es hier aber eigentlich schon wieder da rein. So. So, und da drüben ist wieder Mies. Also Mies ist quasi die Entsprechung für Diamant in Mindtest, Minecraft. So rum war's. Wobei es hier, glaube ich, auch einen Diamant gibt. Soweit ich das weiß. Wobei ich jetzt noch keinen gefunden habe. Insofern. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch alles nicht kriegsentscheidend. So, wir düsen auf jeden Fall hier rein. Drei und vier und dann werdest du, du, und da machen wir hier mal noch eine Lampe hin. Genau. So. Alles klar. Wunderbar. Okay, dann können wir hier jetzt einmal kurz gucken, was es hier so gibt. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir das ganze Zeug hier natürlich auch noch plündern wollen. Aber ich will mir jetzt natürlich erstmal einen Überblick davon verschaffen. Oh. La 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 la. So. Ah, da hinten sieht es eigentlich fast nach Ende Gelände aus. Okay, also muss ich da zwei rein. Gut. Und dann ist es hier eigentlich so. Und dann muss ich dich eigentlich wieder wegnehmen. Und dich dahin setzen. Und dann. Uha. Und dann können wir da weitermachen. Boah, der Sound ist schon so ein bisschen erschreckend. Also dieser Sound von dem Kaputtgehen von diesen Spitzhacken. Da ist ja der Originalsound eigentlich. In Ding auch vorhanden, aber halt sehr dezent. In Standard Mindtest. Der ist jetzt halt von diesem Inventory Tweaks. Ich finde die ganz praktisch eigentlich. Also wie gesagt, das wollte ich ja eh haben, dass ich einen Refill habe. Leider gibt es den nicht im Plugin-Verzeichnis, sondern nur auf GitHub. Oder sonst wo zum Downloaden. Finde ich ein bisschen schade. Weil ich finde die eigentlich gut. Ich würde ihn nämlich eigentlich schon ganz gerne aus dem Plugin-Verzeichnis rausziehen. Aber keine Ahnung, also wahrscheinlich muss man halt Metainformationen bereitstellen und so weiter und so fort. Und die Blockmen, die diesen Tweak gemacht haben, die
Haben da halt schon ein bisschen länger jetzt nichts mehr gemacht. Zumindest soweit ich das überblicken konnte. So. Okay, und das ist jetzt natürlich gefährlich. Aber es würde da weitergehen, okay. So, dann würde ich mal hier reinhauen wollen. Und dann diesen Spaß einsammeln. So. Jo, gut, also während wir hier dieses Gestrüpp einsammeln, ist natürlich die Frage, worüber wir sonst noch so reden wollen. Ich habe gerade akut keine Themen, zumindest keine, die ich jetzt so locker flockig mal ansprechen wollen würde. Es gibt natürlich genug interessante politische Themen der Welt, in der Welt gerade, aber ja. Man muss sich nicht zu allem äußern. Auch wenn manche Leute meinen, man müsste immer zu allem eine Meinung haben, zu manchen Dingen ist es ganz sinnvoll, wenn man sich der Meinung enthält. Okay. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich mir hier nicht eine Treppe da hochbaue.